Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier und heute mit dem Teambuild-Guide zu den Pure Saints der aktuellen Kategorie auf der globalen Version von Dokkan Battle. Dementsprechend würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und schauen uns erstmal den Leader der Kategorie an und es ist kein anderer als unser Boy Vegeta. Diesen gibt er nämlich, den Pure Saints Charakteren, Ki plus 3 auf HP und Verteidigung 170% und auf den Angriff 130%. Mit seiner Ulti macht er hier an der Stelle immens Damage und verringert die Verteidigung des Gegners stark. Außerhalb davon ist seine Passive folgendermaßen. Er hat auf den Angriff immer 120%, auf die Verteidigung 60%, bekommt aber zusätzlich pro Angriff, den er startet, 7% auf die Verteidigung. Das Maximum ist 70%, heißt nach 10 Angriffen hat er quasi 70% auf die Verteidigung noch drauf, aber das wird separat kalkuliert. Dementsprechend kommt man auf bis zu 172% Verteidigung, also Airtank auf jeden Fall gut ist. Wie kommt er auf diese ganzen Stacks? Er macht nämlich so immer 2 Additional Attacks. Diese haben aber keine Chance, eine Ulti zu sein, es sind lediglich 2 normale Attacken. Also macht der Dude durch die Passive an sich in jeder Runde 3 Angriffe, so immer. Ganz sicher, also mit dem was zu stacken ist auf jeden Fall easy, sag ich mal. Okay, außerhalb davon kann er sich, ja, Evolven steht hier dran, kann er quasi sich transformieren, wenn die Bedingungen stimmen. Was sind denn die Bedingungen? Die gucken wir uns gleich an, beziehungsweise können wir jetzt schon angucken, weil die Linkskills an der Stelle sind gleich. Nämlich ab Anbeginn der 4. Runde hat er eine 30%ige Chance, dass er sich zum Super Saiyan God Super Saiyan Vegeta oder Super Saiyan God Super Saiyan Evolve Vegeta transformiert. Und der sieht dann hier an der Stelle folgendermaßen aus, wenn wir auf den Boy hier klicken. Ändern tut sich folgendes. Wow! Okay, er macht immens Damage hier an der Stelle und tut die Verteidigung massively verringern vom Gegner. Ich habe mich nämlich auf der japanischen Seite immer gefragt, warum tut sich die Ulti hier ändern, die Schriftfarbe. Denn auf den ganzen Übersetzungen auf Dokkan Wiki, wenn mich nicht alles täuscht, stand da auch immer nur Greatly Lowers Death. Da wurde ich jetzt geschockt, weil das habe ich gerade aus dem Blickwinkel gesehen. Das ist immer das Geile, wenn es auf Global kommt, dann ist es quasi auf Englisch und wir wissen, was da wirklich steht. Massively. Das ist dann quasi nochmal ein, also der tut die Verteidigung dann dreimal senken vom Gegner. Denn Lowers Death ist, sage ich mal, einmal gesenkt. Greatly Lowers ist zweimal und Massively, gehe ich stark davon aus, sollte dreimal sein. Das sehe ich gerade zum ersten Mal, dieses Massively Lowers Verteidigung. Okay, da merkt ihr schon, es merkt ihr meine Reaktion. Weil wie gesagt, so lange war der Dude auf JP draußen und das... Ich weiß, ob das jemand aufgefallen ist, aber ich denke auf Dokkan Wiki und so stand das nicht dran. Ich guck mal ganz kurz nach. Alles klar, Freunde, ich habe nachgeschaut und tatsächlich, aktuell momentan steht es auf Dokkan Wiki dran, aber das haben die geändert, weil es auf Global kam, denn ich habe ein älteres Video von mir gesehen, das Banner Preview zu Vegeta und da stand wirklich dran, Greatly Lowers Death. Krass, ich habe mich nämlich immer gewundert, bei einer Transformation, wenn das so aufleuchtet, dann hat sich dran was geändert, aber in den ganzen Übersetzungen stand immer, hey, das ist gleich geblieben und ich habe mich schon gewundert, und es ist tatsächlich massively lower step. Das schockt mich gerade, weil das, ich glaube, das ist der erste seiner Art. Okay, da werden wir aber schlauer. Cool, cool, nicht schlecht. Seine Passive ändert sich folgendermaßen. Er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung immer 130% am Anfang der Runde. Macht wieder zusätzlich 2 Angriffe, die keine Ulti sein können. Und bekommt pro Angriff, den er gestartet hat, 10% auf den Crit, also die Chance zu critten. Und die, das Maximum ist hier 70%. Heißt, er kommt transformiert nach 7 Angriffen auf eine 70%ige Crit-Chance allein durch die Passive. Linkskill haben wir Super Saiyan Warrior Gods, Prodigy's Royal Lineage, Prepare for Battle, Turn of Power, Fierce Battle. Er ist auf Global in 4 Kategorien, Dream of Gods, Pure Saiyan, Universe Survival Saga, Represent of Universe 7. In der Zukunft kommen noch 2 weitere hinzu. Aktuell auf JP ist er noch in Full Power vertreten und in Enhanced Transformation war es. Okay, let's go. Genau, so viel dazu. Lass uns aber erstmal kurz auf das Dupe-System angehen. Wie könnte man den Boy skillen im Dupe-System? Manch einer möge direkt denken eventuell, okay, der muss quasi stacken, den geben wir sofort mal Additional Attacks. Denn Argel-Charaktere können ja auf Level 20 Additional Attack kommen, Level 6 Crit. Ich sage aber nein. Warum? Lasst mich das Ganze erklären. Ich würde bei ihm vorschlagen, auf 15 Crit zu gehen, 11 Additional Attack, auch wenn er die Crit-Chance hat. 15 Crit wären 30% in Crit-Chance durch das Dupe-System und Level 11 Additional Attack wären 22% auf die Additional Attack. Die Sache ist folgendes. Der Boy, er nimmt zwar eine 70%ige Crit-Chance mit durch seine Passive, aber nicht immer, Freunde. Er ist nicht immer transformiert und man hat den Boost von 70% nicht direkt bei der Transformation. Man muss das erst stacken. Im Idealfall hat man das quasi nach 2 Runden. Deswegen, um den Overall gut zu halten, solide zu halten mit Crit, nicht transformiert, sowohl, also sowohl nicht transformiert als auch transformiert, damit der Boy wirklich overall gut ist, wie gesagt,
würde ich ihm empfehlen, bei ihm auf 15 Crit zu gehen, Level 11 Additional Attack. So nimmt er eine wirklich solide Anzahl an Crit mit, auch nicht dran zu mit, kommt er dann auf gut Schaden, denn nicht dran zu mit, Freunde. Ihr müsst euch keine Sorgen machen wegen den Stacks, er macht nämlich schon selbst immer, jede Runde, 3 Angriffe. Heißt, man hat jede Runde mindestens 3 Angriffe, zusätzlich den 4. durch das Dupe-System. Ja, ohne Dupes hat man Level 5 hier an der Stelle, sind 10%, dass der Additional Attack startet. Mit dem, was ich dann euch vorgeschlagen habe, wären es 22%. Also man macht im guten Fall immer 4 Angriffe bei ihm. Pro Runde. Und nach 2-3 Runden habt ihr sowohl untransformiert seine Passive erreicht, die ganzen Stacks, aber dann auch transformiert habt ihr dann sofort die Stacks. Und das Ganze wird dann folgendermaßen berechnet. Quasi, er macht seinen ersten Angriff oder an sich wegen der Crit-Chance. Oder gehen wir mal drauf ein an sich. Er macht seinen ersten Angriff, sagen wir mal, ihr nehmt deine Ulti mit, dann ultet er. Zweiter Angriff ist ein normaler Angriff, hat aber auch eine Chance zu kritten. Dritter Angriff ist ein normaler Angriff, hat auch eine Chance zu kritten, dank dem Dupe-System oder dann mit Passive. Und der vierte Angriff kann dann wieder ein Additional Attack sein, aber das könnte auch eine Ulti sein, wegen dem Dupe-System. Und wegen den ganzen Crits wird das so berechnet, erst wird, das, wird der Prozentsatz von der Passive angesehen, wenn das nicht zutrifft, dann vom Dupe-System. Also meiner Meinung nach würde ich bei ihm trotzdem auf 15 Crit 11 Additional Attack gehen, das wäre glaube ich so das Gesundeste, was man bei ihm machen kann, um ihn overall, wie gesagt, gut zu machen. Nicht dran zu mit, als auch dran zu mit, damit er wirklich direkt gut ist. Und genau, so viel zu dem Boy. Kommen wir aber jetzt zum Teambild, zu den Pure Saints. Gucken wir mal in die Krankenliste rein. Wir sortieren unsere Krankenliste natürlich erstmal nach den Pure Saints. Und aus den Tests, beziehungsweise aus den Erfahrungen, die ich jetzt sammeln konnte mit dem Team, als auch auf JP, als auch hier auf Global, ist mir auf jeden Fall eine Sache aufgefallen, die man bei den Pure Saints beachten sollte. Das Teambild an sich fällt eigentlich gar nicht so schwer. Denn die Pure Saints Charaktere, es gibt wirklich sehr viele Charaktere, und sehr gute Charaktere und man kann sehr vieles daraus bauen in Sachen Teambild. Aber wir haben ja quasi, also mir ist so quasi eine Vorhergehensweise, eine Taktik bewusst geworden beim Teambau von den Pure Saints, was recht simpel ist, wenn man sich daran hält, um ehrlich zu sein. Das ist so aus den Erfahrungen, die ich sammeln konnte. Wir haben ja unseren Leader Evolution Vegeta. Der ist immer unser Leader-Skill. Einen halten wir immer in einer Rotation, sei es unser eigener oder unser Friend. Heißt, für ihn müssen wir erstmal für die erste Rotation, falls ihr euch fragt, was Rotationen sind, Freunde, in der, Link ist in der Beschreibung ist ein Link, könnt ihr euch gerne abchecken, dann seid auf jeden Fall gedeckt wegen den Rotationen. In der ersten Rotation suchen wir eben einen Partner für Evolution Vegeta. Welche Kriterien muss dieser Partner erhalten oder was sollte in dieser Rotation vertreten sein? Bei den Saiyans reichen wirklich 3 Link-Skills, Freunde. Damit sind sie gut gedeckt. Viele Saiyans haben Prepared for Battle, sind Key plus 2, hat Vegeta auch. Viele haben Fierce Battle, 15% auf den Angriff und Super Saiyan, na klar, 10% auf den Angriff. Wenn diese 3 gedeckt sind für Evolution Vegeta durch einen Linken-Partner, dann ist die Rotation auf jeden Fall gut gedeckt, Freunde. Ihr müsst euch da keine weiteren Sorgen machen. Wenn der Charakter, den ihr noch wählt, Warrior Gods hat, wäre es natürlich noch ein Plus mit 10%. Prodigies wird schwer, dass man da einen guten findet. Das hat nämlich nur bei den Saiyajins mehr oder weniger Vegeta. Aber, wie gesagt, Prepared for Battle, Fierce Battle, Super Saiyan reicht für die Rotation mit Vegeta vollkommen, vertraut mir. Also geht ihr erstmal her und sucht einen Partner für Vegeta aus, der diese Kriterien trifft. Und das Beste vom Besten, wenn man alle Charaktere hat, da ist der beste Partner für Vegeta in einem Pure Saiyan Team in der Rotation LR Broly, Freunde. Und macht euch verdammt nochmal keine Sorgen um LR Broly und Vegeta in der Rotation, weil wie gesagt, er hat auch Prepared for Battle, Key plus 2, Super Saiyan 10%, Fierce Battle 15%, die kommen auf ihre Ulti, die machen Schaden, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, vertraut mir. Ich werde gleich oder im Nachhinein, immer wenn ich das Team baue, darauf eingehen, wie denn das beste Team momentan auf Global aussieht und Broly und Vegeta, diese Rotation ist ein Teil davon, sage ich mal, ne? LR Broly ist ein LR Charakter, aber die Pure Saints, also wegen der Ultra Super Attack jetzt an der Stelle, die Pure Saints haben gute Supporter, da wird er auch gut auf seine Key kommen, auch quasi um die Ultra Super Attack zu erreichen. Darauf kommen wir gleich drauf zurück, aber wie gesagt, Freunde, nimmt es mir beim Wort. Vegeta und Broly, LR Broly, wenn ihr die beiden habt, spielt sie in einer Rotation, das ist auf jeden Fall gut geleckt. Wenn ihr LR Broly nicht habt, dann guckt ihr einfach in eure Krankliste, Freunde, welche Charakter hat denn Prepared for Battle, Super Saiyan und Fierce Battle mindestens. Da hätten wir zum Beispiel den Super Saiyan AGL Goku, den könnte man auf jeden Fall mitnehmen. Die Sache bei ihm ist jedoch, ab der dritten Transformation, wenn er zum Super Saiyan 3 wird, verliert er Prepared for Battle, also wird das auf jeden Fall schwierig mit ihm in einer Rotation mit Vegeta zu halten. Trotzdem kann man ihn als Team nehmen, danach ab dem Zeitpunkt vielleicht rein und raus rotieren oder ab Goku und Goku Blue bekommt er dann Warrior Gods hinzu. Fällt aber, wie gesagt, leider Prepared for Battle, bekommt Shocking Speed dazu. Vegeta hat den Shocking Speed nicht, aber der ist wirklich eine gute Option für ein Pure Saiyan Team. Wenn ihr ihn habt, könnt ihr ihn auf jeden Fall spielen.
Oder Ultra Instinct Goku, könnt ihr zum Beispiel auch mitnehmen. Der Boy hat Prepare for Battle. Er hat Tournament of Power, sind Ki plus 3 für Vegeta, während Ki plus 5. Er hat Fierce Battle, sind 3 Link-Skills. Er hat leider kein Super Saiyan Logo, aber wenn ihr ihn habt, könnt ihr ihn auf jeden Fall in einer Rotation mit Vegeta spielen. Heißt, ihr merkt schon, ja, nach den Kriterien, die ich hier für einen Partner suche für Vegeta, sind dieser Partner sollte Prepare for Battle an, Super Saiyan und Fierce Battle, und die Rotation ist gut gedeckt. Wenn ihr eben, wie gesagt, das Beste vom Besten, sage ich mal. Und ich sag zwar, ich habe zwar das beste Team vorgestellt, aber das heißt nicht, dass ihr unbedingt das Team spielen müsst. Oder um es besser zu sagen, das heißt nicht, dass euer Team, weil ihr die Charaktere habt, nicht bedeutend schlechter sind. Weil die Charaktere, die in den Pure Saints, die sind wirklich sehr, sehr gut, Freunde. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel LeBro nicht habt, Goku nicht habt, Ui Goku nicht habt, aber ihr habt einen vierfachen Goku. Meine Freunde, rein mit ihm. Prepare for Battle, Super Saiyan, Fierce Battle. Ich denke, die Message kam an, um den Partner für Vegeta zu suchen. Prepare for Battle, Super Saiyan, Fierce Battle. Falls ihr euch fragt, okay, wer hätte denn noch Warrior Gods? Jeder Goku Blue zum Beispiel. Der hätte auch Prepare for Battle, Super Saiyan, Fierce Battle und Warrior Gods. Der hat 10% zusätzlich dazu in dieser Rotation. Das Ding an Goku Blue ist jedoch, wenn ihr andere Charaktere habt, die besser sind als er, dann nutzt ihn. Da würde ich auf Warrior Gods verzichten. Hui Goku, Super Saiyan 4 Goku, Super Saiyan 4 Vegeta, LR Broly sind an der Stelle besser als Kaioken Goku Blue. Aber wenn ihr keinen habt, Kaioken Goku Blue habt oder an sich einen Goku Blue habt, zum Beispiel den hier, rein mit ihm in eine Rotation mit Vegeta. Geht auf jeden Fall. Okay, zweite Rotation an der anderen Stelle funktioniert vom Sinn her genau gleich. Ihr wählt jetzt quasi nur, ich meine, Vegeta müssen wir festsetzen. Er ist unser Leader-Skill. Er bleibt in der Rotation, auch weil er natürlich stark ist, nicht nur wegen dem. Und deswegen haben wir für ihn einen Partner gesucht. Und jetzt machen wir quasi für die zweite Rotation, suchen wir auch zwei Charaktere, die sich gut linken und in der Rotation sehr gut zusammenkommen. Und da, meine Freunde, könnt ihr euch wirklich aussuchen, was eure Charakterliste hergibt. Was meine ich damit? Ihr könnt Charaktere mitnehmen, die Super Saiyan 3 sind. Wenn ihr zwei Super Saiyan 3 Charaktere habt, für die Pure Saiyans Team, rein mit ihnen. Die linken sich solide, zum Beispiel Super Saiyan 3 Goku oder Angel Goku. Das ist das Geile. Zwei Duos, eine Thematik. Super Saiyan 3, zwei Charaktere, rein damit. Selbes gilt für die Super Saiyan 4 Charaktere. Wenn ihr an der Stelle quasi Vegeta mitnimmt, Super Saiyan 4 Vegeta in einer Rotation hält mit Super Saiyan 4 Goku. Diese Rotation ist insane. 6 Link-Skills, darunter haben wir Saiyan Raw, das gibt 25% auf den Angriff zusätzlich dazu zu Super Saiyan, zu Fierce Battle. Sie haben Shocking Speed, GT und Prepare for Battle, heißt sie kommen easy auf ihre Ulti, machen viel Schaden. Die Rotation ist auch wirklich sehr, sehr gut. Oder aber auch, mal ganz kurz angemerkt, wenn ihr zum Beispiel LR Broly in der zweiten Rotation spielen wollt und Vegeta mit, sag ich mal, Ui Goku als Beispiel in einer Rotation, dann könnt ihr zum Beispiel für LR Broly nach dem Schema einen Partner suchen. Wir reden in dem Sinne, ich sag's euch mal ganz kurz, wenn wir zum Beispiel Vegeta mit dem Goku halten und wollen jetzt LR Broly in einer Rotation mit einem anderen halten, zum Beispiel Super Saiyan 3 Broly könnt ihr reintun. Die legen sich sehr solide an den, auf der Stelle. Sind natürlich zwei Brolys Logo. Also, ich denke, das kam auch an, wie man quasi die Zeitrotation halten sollte, wie man sie spielen sollte, indem ihr quasi zwei Charaktere wählt, die eine Thematik haben, sag ich mal, oder sich besser gesagt sehr gut linken zusammen, auch ein gutes Duo dargeben. Wie sieht aber das Beste vom Besten aus aktuell auf Global? LR Majin Vegeta in einer Rotation mit LR Super Saiyan 3 Goku. Ich habe leider LR Super Saiyan 3 Goku nicht, aber warum sind die beiden in einer Rotation gerade so gut? Sie teilen sich Over the Flash, Shattering the Limit sind Ki plus 5 und Ultra und LR Super Saiyan 3 Goku braucht Ki für seine Ultra Super Attack. Zudem haben sie Super Saiyan und Legendary Power, die Rotation ist auch insane gedeckt und sehr, sehr gut, Freunde. Was ist aber jetzt, falls ihr LR Super Saiyan 3 Goku nicht habt, dann sucht ihr für Majin Vegeta einfach auch einen Charakter, der Over the Flash hat, Super Saiyan hat zumindest. Und ja, das reicht schon bei Majin, sag ich mal, vorsichtig gesagt. Er hat ja kein Fierce Battle leider, aber bei ihm reicht es auch, wenn er auf die erste Ulti kommt und wenn der andere Charakter Over the Flash hat und Super Saiyan, dann ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Super Saiyan 3 Goku hat jetzt zum Beispiel noch Saiyan Warrior Race, den kann man auf jeden Fall mitnehmen. An sich sucht ihr dann quasi einen Charakter, der Over the Flash hat und sich gut linkt mit ihm. Wenn ihr jetzt aber Majin Vegeta nicht habt, aber LR Super Saiyan 3 Goku, wen nehmt ihr für LR Super Saiyan 3 Goku? Für LR Super Saiyan 3 Goku eigentlich selbes Schema. Ihr guckt auf jeden Fall, dass der Charakter mindestens Over the Flash hat. Wenn er Shattering Limit hat, wäre es noch gut, aber Over the Flash reicht. Also ihr könnt dann zum Beispiel auch den Super Saiyan 3, hier den Super Saiyan 3 Argel Goku mit ihm lassen. Ah ne, der hat denselben Namen, sorry. Angel Goku meinte ich. Angel Goku lassen mit LR Super Saiyan 3 Goku, die haben Over the Flash. Oder hier ein Godku, der hat auch Over the Flash. Dann müsst ihr quasi euch aussuchen, welche Charaktere Over the Flash haben und sich gut linken. Aber wenn ihr Majin habt und LR Super Saiyan 3 Goku, die beiden in einer Rotation. Ich habe jetzt leider nicht Majin Vegeta, deswegen halte ich einen anderen Charakter mit Over the Flash in der Rotation. Ich könnte den Super Saiyan 3 Goku nehmen. Saiyan Warrior Ace, Super Saiyan Over the Flash haben sie an der Stelle. Könnte ich machen, aber das wäre dann zu viele Argel-Charaktere, deswegen nehme ich mal lieber einen Tech-Charakter mit. Mein Angel Goku ist ja auf 90%, den kann man auch gut verwerten. Der linkt sich hier mit Super Saiyan und Over the Flash mit Majin Vegeta.
Und das reicht wirklich in der Rotation. Da kommen sie auf ihre Ulti, auf ihre Ki und das ist echt gut. Also die Rotation halt bei mir an der Stelle so. Und dann, Freunde, könnt ihr natürlich eigentlich die restlichen zwei Charaktere vollbomben mit euren stärksten Charakteren. Ihr könntet dann quasi den, wo ihr habt, zum Beispiel die zwei Vierfachen reinklatschen, okay? Als Beispiel. Aber ihr werdet schon merken, okay, man kann ja quasi nur zwei Hauptrotationen haben und die Charaktere kommen dann immer rein und raus oder andere zwei. Und das ist dann ein bisschen zu vollgepackt und leicht chaotisch. Dann nimmt man lieber zwei Supporter mit oder ein Supporter. Ein Supporter würde ich euch auf jeden Fall empfehlen im Pure Saints Team, wegen den ganzen Elle, wenn ihr sie habt. Ein Supporter oder ein Charakter, der individuell stark ist und die Rotationen auch mehr oder weniger supportet. Welche Charaktere sind dafür von den Besten vom Besten im momentan aktuellsten besten Pure Saiyan Team? Zum einen Super Saiyan 3 Bardock, ich habe ihn leider nicht. Wenn ihr ihn habt, den Int Bardock, tut ihn rein. Ich tue mal provisorisch einfach den hier rein. Aber wenn ihr den Int Bardock habt, tut ihn rein. Denn der gibt für Super Class Verbündeten auf den Angriff 40%, wenn seine HP 70% oder drunter sind. Zudem linkt er sich sehr gut mit LS Super Saiyan 3 Goku, hat Over the Flash Experience Fighter, Super Saiyan Limit Breaking Form für ihn. Den könnt ihr auf jeden Fall spielen. Wenn ihr nicht habt, schaut nach einem anderen individuell starken Charakter, den ihr habt, zum Beispiel, den ihr spielen könnt. Sei es Broly, sei es einen Vierfachen, sei es Goku, der auch solide ist. Zum Beispiel Goku könnte man auch echt mitnehmen. Der hat Over the Flash, Shocking Speed für die Charaktere, Super Saiyan. Für Vegeta hätte der in die Rotation, Warrior Gods hätte er. Godly Power hätte er für Goku, wenn ihr ihn im Team habt. Da geht auf jeden Fall einiges. Genau. Lassen wir mal quasi provisorisch Bardock für den Int Bardock. Und der letzte, Freunde. Der letzte wäre unbedingt, wenn ihr ihn habt, Thales. Denn, warum Thales? Ki plus 3 und auf den Angriff 40% für jeden. Der als Supporter, das ist der beste Supporter, den es gibt, Freunde, in dem Pure Saints Team. Umso besser, weil er ein Saiyajin ist, weil er sich gut linkt mit den anderen Charakteren. Und immer wenn er in die Rotation rein und rauskommt, gibt er Ki plus 3 für die ganzen LR. Die sind dann gut gedeckt mit Ki und 40% auf den Angriff. Insane. Ich nehme provisorisch einfach mal den Tech Thales, weil ich den AGL Thales leider nicht habe. Aber Freunde, in der nächsten Zeit, nämlich am, was habe ich aufgeschrieben, 8.11. um 7.30 Uhr, wird ein sehr, sehr guter Ersatz für Thales kommen, nämlich Tora. Man möge es nicht denken, aber dieser Tora bekommt sein Awakening, denn die Map von den Great Apes wird erneuert von Bardock, seine Map, und der bekommt ein Awakening und dann gibt er jedem Verbündeten Ki plus 3 und 30% auf den Angriff. Was? Das ist ein super Thales-Ersatz. Nicht nur für das Pure Saiyan Team an sich, Freunde. Ki plus 3, 30%. Thales gibt Ki plus 3, 40%. Natürlich ist Thales individuell stärker als Charakter, aber hey, wegen dem Supporter-Aspekt ist es eine wirklich sehr gute Alternative. Heißt, wenn ihr Tora habt und das Event online kommt, dann holt euch auf jeden Fall die Medaillen, nehmt ihn und packt ihn in euer Pure Saiyan Team rein. Der hat dann noch zusätzlich Saint Prides zum Beispiel für Majin Vegeta. Alright, aktuell haben wir Tora nicht, deswegen sieht mein Team folgendermaßen aus. Ich nehme da gerne zwei Supporter mit rein. Dieser Bardock hier, Super Saiyan 2 Bardock, gibt jedem Verbündeten 30% auf den Angriff, wenn die HP 30% und drüber sind. Hat Saiyan Pride zusätzlich für Vegeta. Wenn ihr ihn nicht habt, könnt ihr zum Beispiel den Goku hier mitnehmen. Super Saiyan 3 Goku GT hat auch hier an der Stelle Over the Flash und gibt jedem Verbündeten 33% auf den Angriff. Und dann nehme ich noch den Physisch Bardock mit als Supporter. Hier an der Stelle gibt Ki plus 2 für jeden und auf den Angriff 20%. Und so sieht quasi aktuell mein Pure Saiyan Team aus, Freunde. Dementsprechend würde ich sagen, packen wir das Team gleich an und gehen damit in ein Event. Alles klar, Freunde, und wir sind im Event von Jiren. Und wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, Freunde. Und falls ihr neu da seid, drückt auf den Abo-Button, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Und lasst mich wissen, wie eure Teams aussehen. Guck mal, die Rotation ist schon nice. Wir haben Vegeta und Link drin. Lasst mich wissen, wie eure Teams aussehen, eure Pure Saiyans Team. Auf jeden Fall würde mich da interessieren an der Stelle, weil ihr merkt schon, da geht wirklich sehr, sehr viel. Aber die Vorhergehensweise, die Taktik, die mir eben aufgefallen ist vom Testen des Teams, ist wirklich, einen Partner für Evo Vegeta auszusuchen, in einer Rotation zu halten und in der anderen Rotation dann eben auch zwei Duos bilden und zwei gute Charaktere mitnehmen als Supporter. Einen Rotationscharakter, sage ich mal, einen auf jeden Fall Supporter, der andere könnte auch individuell stark sein, wie zum Beispiel Super Saiyan 3 Bardock, aber der ist stark und hat noch einen Support-Aspekt, so in der Art quasi. Das war die Vorhergehensweise, die mir da aufgefallen ist an der Stelle. Und das Team hat ein bisschen lang gedauert, bin ich ehrlich, aber ich versuche da immer so viel wie möglich euch preiszugeben. Könnte natürlich sein, dass man hier und da etwas vergesse, aber ich helfe euch auf jeden Fall gegenseitig in den Kommentaren aus. Mein OZ Fighter. So, und zwar, die andere Rotation haben wir noch nicht ganz. Hier müssen wir quasi reinpacken unseren
Boy, wie heißt der? Majin Vegeta ist natürlich. Angel Goku bekommt jetzt 2 Rainbow Orbs an der Stelle. Nice. Das ist mein Vegeta hier an der Stelle. Der Friend ist auf 100%. Heißt, wir haben mal einen guten Vergleich. Meiner ist auf 0%. Also, das ist nicht 0%, sondern hat keine Dupes. Der Friend auf 100%. Die Sache an Vegeta ist folgende, Freunde. Wir bekommen hier nur 130% auf den Angriff. Man kommt nicht immer, wenn man die Konstellation nicht richtig wählt, nicht immer auf 1 Million Attack Stack auf dem Radar bei ihm. Ihr dürft nicht vergessen, also ich rede jetzt von meinem, hier, er hat 1 Million erreicht, ich komme gleich auf zurück, er hat keine Dupes. Ihr dürft wirklich nicht vergessen, er hat keine Dupes. Und ihr dürft euch nicht wundern, sie werden ja auch keinen Schaden machen. Ich achte hier explizit auf dem Radar, was draufsteht, weil Jiden sehr tanky ist. Man darf wirklich nicht vergessen, sie haben keine Dupes. Denn oft vergleicht man Charaktere oder man sieht mehr oder weniger viele Charaktere, ältere Charaktere, die voll gedupt sind, die dies und jenes haben, und dann denkt man sich, ja wow, die neuen Units machen ja keinen Schaden. Ihr dürft es nicht vergessen, das ist wirklich ein Unterschied, das meine ich wirklich ernst. Zum Beispiel an der Stelle, der hat 0 Dupes, aber kommt trotzdem auf 1 Million Attack Set. Das ist echt gut für einen Dokkan Festival Charakter. 1 Million Attack Sets sind echt gut. Broly hat die 1,2 zum Beispiel, den sein Vorteil ist, der macht immer 2 Additional Ultis, so oder so. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich habe mit der Konstellation, warum habe ich euch gesagt, nimmt auf jeden Fall Supporter mit. Ich habe eben dafür gesorgt, dass Vegeta immer, schon transformiert, nice. Korrekt, dass Vegeta immer auf mindestens 1 Million kommt durch die Supporter, und das habe ich hier quasi erreicht, also meiner in dem Fall, weil er nicht, kein Dupe hat. Auf der anderen Seite, Freunde, mal angemerkt. Wenn ihr einen Vegeta habt, der sich transformiert hat und der andere nicht, wie zum Beispiel der Friend, dann könnt ihr beide in einer Rotation halten, denn sie teilen sich dann jeden Link-Skill, jeden. Weil der heißt, also der Transformierte heißt dann Evolve Vegeta und der heißt Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta. Falls ihr das machen wollt, könnt ihr es auf jeden Fall machen. Ich werde den Vegeta jetzt auf jeden Fall mal rausrotieren. Okay, Majin braucht nicht so viele Orbs eigentlich. Der soll die erste Ulti machen, nämlich. Angel Goku geben wir mal auf jeden Fall immer Rainbow Orb. Pro Rainbow Orb bekommt er 20% auf seinen Angriff. Vegeta kommt leider nicht auf sein Ulti. Macht nichts. Er hat noch 2 Additional Attacks auf jeden Fall an der Stelle. Und jetzt bekommt er pro. Oh, 1,9. Jetzt bekommt er pro Additional Attack eben unser Boy Vegeta 10% auf seine Crit-Chance. Das werden wir auch gleich betrachten. Und ja, außerhalb davon, Vegeta, Freunde, der ist halt wirklich. Der ist in sehr vielen Kategorien vertreten und ist auch im Stammkader. Der ist wirklich insane, Freunde. Ihr könnt ihn Represent of Universe 7 auf jeden Fall spielen. In einer Rotation mit Ui Goku. In Dream of Gods tut man ihn rein und raus rotieren. Wenn das restliche Team bei euch das Beste vom Besten ist. Dream of Gods Team das Beste. Wie sieht es momentan aus, falls ihr euch fragt? Ultra 13 Goku Leader. In einer Rotation mit Tech Vegito Blue. LR! Jawohl, der andere transformiert sich auch. LR Goku Black Rosé. In einer Rotation mit Rosé und Evolution Vegeta eben immer rein und raus rotieren. Individuell starker Charakter und als Supporter Topper mit reinnehmen. Und Freunde, schaut euch jetzt das an. Bam, so machen wir das natürlich. Der wird jetzt auch übertrieben guten Angriff kommen. Und ihr dürft nicht vergessen, der macht dir diese Additional Attacks, die machen auch gut Schaden. So ist nicht. Schauen wir uns mal an, wie jetzt das Ganze aussehen wird. Das ist eine gute Konstellation. Der wird auf gut Angriff kommen auf dem Radar. So ist es nicht. Hat jetzt alles außer Warriors Pro. 1,47. Und in Support Boost eben von Bardock. Tut noch sehr stark die Verteidigung von Jido verringern. Sehr stark, Freunde. Das ist jetzt 1 Million ohne Crit leider. Wie gesagt, gegen Jido machen wir nicht so viel Schaden, weil er tanky ist. Aber das, was auf dem Radar steht, das zählt auf jeden Fall. Leider kamen jetzt nicht mehrere Angriffe gesehen. Leider haben wir nicht mehrere Angriffe gesehen, weil Jido schon umgehauen wurde. Aber ich denke, wir sollten das gleich sehen demnächst. Die Rotation ist auch nice hier an der Stelle. Und zum Beispiel hier könnt ihr, ich mache das Ganze mal so, einfach wegen zwecks Showcase, gebe ich mal dem das hier und Majin, habe ich jetzt in die Mitte gestellt, weil Majin bekommt von Bardock noch Saint Pride, 15% auf den Angriff, und Majin sollte auf dem Radar auch auf echt gut Angriff kommen. Goku verliert da quasi, hätte ich ihn in die Mitte gestellt, hätte er Fierce Battle, das verliert er, kommt trotzdem auf 1,4 Millionen hier an der Stelle. Das ist echt insane. Und okay, ja, seht ihr, so, selbst mit Crit machen die so wenig Schaden. Aber vielleicht ist Jiden Event nicht so das Beste zu showcasen, weil der ist echt sehr, sehr tanky. Nur Ultra Instinct Goku macht gut Schaden. Aber wir achten eben auf das Radar, weil das ist quasi der Schaden, den die Charaktere dann annehmen. 2,8 Millionen war es bei Majin. Durch den Boost hier natürlich vom Bardock. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ah, und die Sache ist die. Ah, doch, Jidens Verteidigung kann man senken. Die kann man auf jeden Fall senken. Das wird wehtun. Obwohl, ich habe den King Yama aktiviert. Das wird auf jeden Fall passen. Lass mich ganz kurz anschließen von vorhin. Andere Teams, in denen Majin vertreten ist, Blue Evolution Vegeta vertreten ist, da ist auch wirklich mehr als solide. Ich hiebe mich mal einfach so, weil ich will einfach die Charaktere hin und her switchen. Der Panel lässt es einfach nicht zu. Deswegen machen wir das Ganze mal so.
und kommen jetzt gut auf die Ulti von ihm. Jetzt sehen wir echt einen guten Vergleich. Wenn Jiren das überleben sollte, was eventuell der Fall sein könnte, ich aktiviere trotzdem zur Sicherheit King Yammer, weil Brody viel Schaden bekommen wird, dann werden wir den Vergleich sehen zwischen dem Evolution Vegeta 100% und dem mit keinen Dupes. Tanken tut da alle Male, Freunde. Sowohl Transmit als auch nicht Transmit. 1,35 ohne Supporter nichts, nur durch die Linkskills. Das ist sehr, sehr gut. Kommt ein Crit durch. Eine Million Crit, da macht er Edition Attack, die crittet auch, da macht er noch einen Edition Attack, dann hat er nochmal eine Chance, dass noch eins durchkommt und so weiter und so fort, Freunde, und der wird quasi zur Crit-Maschine. Und der Boy hier hat auch 15 Crit, 11 Edition Attack, unser Friend, und ihr habt gesehen, das ist wirklich so overall, denke ich meiner Meinung nach, das Beste, was man von ihm rausholen kann, sodass er quasi nicht Transformit als auch Transformit eine gute Schiene mit von Crit mitnimmt und quasi overall gut Schaden macht, denn Tank ist er so, auf seine Stacks kommt er auch so selbstständig. Lange Rede, kurz sind Freunde, so viel zum Team-Build-Guide und Showcase zu unserem Boy, beziehungsweise zu den Pure Saints Charakteren. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, gebt den ganzen Like, Freunde, und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.